Wir haben ja gerade schon sehr viel über das Funkspektrum gehört und alles, was damit zu tun hat, was es sendet. Jetzt sind wir bei dem Spektrum angekommen, wo wir mit der Hochfrequenztechnik, ich habe mir gerade auch sagen lassen, HF abgekürzt, ja, und dem BRIC-R-Knowledge-System weitere Systeme möglich gemacht werden für Maker, die natürlich ihre eigenen Systeme bauen wollen, ihre eigenen Geräte damit bauen wollen. Und wie die das genau machen und was da passiert, das hören wir jetzt von Rolf-Dieter Klein. Herzlich willkommen. Hallo, hallo, begrüße Sie ganz herzlich. Da frage ich gleich mal zuerst, wer kennt denn das BRIC-R-Knowledge-System inzwischen? Ja, so ein bisschen, dann machen wir auch ein klein wenig Einführung noch dabei. Das ist ganz wichtig. Das BRIC-R-Knowledge wurde mir oft gefragt, warum habe ich das so benannt? Das heißt, BRIC wie Baustein, Bricke dein Wissen, your knowledge oder our Wissen. Wie kann man das Wissen in Hardware gießen eigentlich, wenn man es genau nimmt? Zeige ich mal ein bisschen, was mich dazu geführt hat, das BRIC-R-Knowledge-System zu bauen und zu erfinden. Und das zweite ist, wie hat das mit HF-Technik zu tun? Also bisher gibt es ja viele Systeme, Breadboards und alles Mögliche, wo man Versuchsaufbauten machen kann. Fast keine von diesen schnellen Versuchsaufbauten sind HF-tauglich. Wenn man was mit HF machen will, heißt es immer Leiterplatten ätzen und aufbauen. Das ist gar nicht so einfach. Und da suchte ich nach einem modularen System, mit dem man eigentlich alles machen kann. Hat natürlich mal einfach angefangen. Das ist vor etwa 3 Jahren entstanden, das Ganze. Bedingungen, es soll Open Source sein, also Veröffentlichung der Schaltpläne, Layouts auch nachher auf Bedarf. Man soll Schaltungen schnell ausbauen können, natürlich für Ausbildung, aber auch fürs Engineering, also für die Konstruktion oder fürs Making geeignet sein. Von einfachen zu komplexen Schaltungen, analog, digital. Auch CPUs brauchen wir natürlich heutzutage, die müssen wir auch einbinden können. Da ist die Kombination zwischen der HF-Technik, der Analogtechnik und den digitalen CPUs natürlich interessant und wichtig. Und dann erstmalig Hochfrequenz bis Gigahertz. Also was ich letztes Jahr noch erreicht hatte, war 76 Gigahertz Transmitter damit zu bauen und Receiver. Das funktioniert mit diesem Stecksystem. Man braucht dann ein bisschen Rohleiter dazwischen, aber ansonsten kann man, das zeige ich nachher noch, wie das aussieht, eine Menge machen. Das Ganze habe ich jetzt mal RF Modular genannt, um das ein bisschen zu unterscheiden. Es sind noch nicht alle Sachen auf dem Markt, weil bis sowas dann auch vermarktungsfähig ist, was die fertigen Bausteine angeht, dauert natürlich eine Weile. Und wir müssen ja unsere Brick-Pipeline bei Allnet, die zum Glück die ganze Herstellung und Vertrieb übernimmt, das ist eine Mammutaufgabe gewesen, logistisch, das ja auch erstmal hinkriegen. Aber es gibt schon einiges aus dem HAF-Bereich, was Sie dann auch nutzen können. Zunächst einmal, das System basiert auf sogenannten hermaphroditen Konnektoren. Das klingt ganz fürchterlich. Dazu habe ich ziemlich lang gebraucht. Ich hatte zum Glück einen Oberarmbruch und konnte einige Wochen lang nichts tun, außer in einem Katalog nun meine alte Idee eines modularen Systems wieder aufzugreifen und nach Steckverbindern zu suchen. Und habe diese Dinger gefunden, die erinnern nachher ein bisschen an das Brown-System mit Magneten, die mit Magneten so ein Bausteinsystem aufbauen, ist aber mit Stecksystemen. Also man kann jeden Konnektor mit sich selbst konnektieren und damit ist es drehrotationssymmetrisch, das Ganze. Geht so bis 120 Megahertz, dann wird die Sache eng im Gebälk, zumal die Steckverbinder natürlich nicht für Hochfrequenz spezifiziert sind. Das heißt, da habe ich dann Verluste in den Steckern, undefinierte Impedanzen, wie man sagt. Das geht dann aber zum Glück weiter. Wir waren dann mal auf einer Messe auf der Elektronika und da schaust du mal bei Rosenberger vorbei, was die Hübsches haben, und hab denen die Aufgabe gestellt. Ich brauche ein hermaphroditisches Hochfrequenzsystem. In der Form gibt's es natürlich nicht, aber was dicht drankommt, sind die SMP, PSMP und Mini-SMP-Stecker, die da verwendet werden, die man mit so einem kleinen Zwischensteckerchen aneinander reihen kann. Damit kann ich das System mit Koaxialleitungen ausstatten und dann auch für Hochfrequenz tauglich machen. Das war mal Voraussetzung. Ich wollte keine BNC-Stecker, die gehen eh nicht, die sind auch groß und sperrig. SMA brauche ich immer einen Gegenschraubverbinder und dann gibt's auch noch andere Systeme, die schwierig aneinander zu koppeln sind auf die Schnelle, ohne Schraubenschlüssel und Sonstiges. Mit dem PSMP kann man das machen, damit kann man auch Testsysteme aufbauen. Also das geht. Jetzt zu den normalen Niederfrequenzen, in Anführungszeichen bis 120 Megahertz Systemen, da kann man mit dem Hermaphrodit-System noch ganz gut leben. Jetzt schauen wir mal, was die Starboard-Technik hergibt. Die äußeren beiden Kontakte, die man hier sieht, die sind immer auf Ground, auf Masse gelegt. Damit kriege ich eine sehr schöne große Massefläche in dem System. Die mittleren Kontakte sind hier zusammengefasst bei vielen Bausteinen für einfache Sachen. Hier also immer ein Pärchen, man kann die auch einzeln nehmen und es gibt auch für die CPUs eine Erweiterung auf die untere Ebene mit nochmal 4 Kontakten, dass ich ein bisschen mehr I.O. habe. Speziell für kleine Busse wie I²C oder SPI-Bus, da brauche ich ein bisschen mehr Leitungen. So, nächste. Jetzt zu den
SMP bzw. PSMP-Stecksystem. Das sieht man hier, das ist so ein Connector, ein Koaxial-Connector, der bis 10 GHz geht. Und dann gibt es hier so ein kleines Zwischensteckerchen, das füge ich da ein und kann dann die andere Seite wieder draufstecken. Ich brauche also nichts schrauben und das ist HF-technisch dicht bis 200 Watt bei, ich sag mal, Gigahertz oder sowas ist das noch geeignet. Da geht also auch was drüber, wenn es sein muss. So viel wollen wir aber eigentlich gar nicht über die Bricks jagen, weil das hat dann andere Probleme. Aber immerhin, also kann man machen, wie gesagt, bis 10 GHz geht auch noch ein bisschen drüber, kann man die nutzen. Ansonsten muss man dann Systeme wechseln, entweder zu einem anderen dieser SMP-System oder wir haben auch natürlich Adapter. Das Schöne an dem PSMP ist, dass diese Konnektoren, die kennt man, das sind SMAs, auch in das gleiche Lötraster passen, also auf unsere Lötplatinen auch für Selbstbau geeignet sind und man ist dann sofort auf einem normalen SMA-Stecker, den man ja kennt. Also der normale SMA, der sieht so aus. Und dann kann man einen anderen Bausteintyp ja auch noch ansetzen, den RPC-292-Standard oder K-Standard genannt. Da ist der Innenleiter etwas kleiner und er hat ein anderes Dielektrikum, soviel ich weiß, Luft oder Luft dazwischen, genau. Und damit komme ich in der Frequenz weiter rauf. Auch die gibt es wieder im Gegenstecker hier passend. So, stecksystemmäßig ist schon mal alles gut. Fangen wir mal bei der Niederfrequenz an. Sprich 13, Dings da, Megahertz. ISM-Band, da kann man sich ein bisschen austoben, da gibt es ein paar Geschichten im Internet, die man dazu findet. Cosmos verwendet die Frequenz auch für Experimente. Wenn man nicht zu viel Leistung dahinter hat, stört man nichts. Da sitzen nur RFID-Transmitter auch in diesem ISM-Band drin, das geht schon. Und dann muss natürlich ein Quarz nehmen, man muss also sicherstellen, dass wir hier auch wirklich auf dem zugewiesenen Band sind. Kann man also ein bisschen einen Oszillator bauen. Sieht eigentlich ganz harmlos aus. Haben wir bei uns im Club mal aufgebaut, im C12-Club vom DALC. Da sind wir ab und zu zusammen und machen Experimente. Das ist auch in dem Advanced-Set, das man jetzt schon fertig bekommt, drin und kann es aufbauen. Und haben gedacht, ja, schauen wir noch mal, was hinten rauskommt. Ne? Ist ja harmlos, so ein Transistorchen kann ja nicht viel. Ne? Okay, ja, haben wir ein Radio genommen, damit kann man es, bei diesen Mehrbandempfängern kann man das einstellen. Hört man also das Pfeifton. Pfeifton war langweilig, haben gesagt, hauen wir noch eine Musik drauf. Kann man nämlich FM hier unten modulieren, wenn man da einspeist. Super, haben wir jetzt einen Radiosender gebaut. Schluck, andere Probleme nachher, aber lassen wir das mal beiseite. Zum Testen mal kurz. Und wie weit geht das? Also geht mal jemand mit diesem Empfänger bitte nach draußen. Ja, okay, es war dann sehr kalt in der Jahreszeit und wir sind nicht zum Ende gekommen, weil man hat ihn schon nicht mehr gesehen und er konnte es immer noch bestens empfangen. Und dann sagt, okay, auch gut, schauen wir mal, was macht das Ding auf der doppelten Frequenz? 26, also sind wir auch noch irgendwo in einem braven Gebiet? Oh, empfängt man auch noch, perfekt. Das geht jetzt noch eine Weile weiter, bis wir beim Flugfunk waren, haben gesagt, wir müssen jetzt schnell was tun, weil dann wird's strafbar. Also dieser kleine Filter dahinter, dann darf ich da eine kleine Antenne anschließen, dann bin ich wieder bei 13 Megahertz. Sonst auf keinen Fall, weil sonst kommen die Jungs von oben. Das ist meinem Kollegen passiert, der hat einen Baofeng gekauft, eins von den älteren Modellen, und hat auf 144 in der Gegend gesendet und sagt, dann hat er plötzlich einen Anruf bekommen, hier Flughafen, Luftsicherung, Sie senden auf unserer Frequenz, und sagt er, nö, er hat jetzt brav sein Rufzeichen durchgegeben, so haben die seine Nummer rausgefunden. Ja, aber die Oberwelle, das Doppelte, fiel nun zufällig in ein Pilotengespräch rein. Und so wurde das entdeckt und wir haben das dann nochmal vermessen. Die Biester haben gut Oberwellen, die neueren Geräte sind einigermaßen friedlich, haben wir nachgemessen, entsprechend jetzt auch den Regeln, also so dass das dann geht. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen, wenn man in diesen Bereichen rumexperimentiert, ne? Und brav sein Rufzeichen, denn als Funkamateur hat man ja wenigstens noch eine kleine Chance, einigermaßen davon zu kommen. Das hätte auch ganz anders ausgehen können dann in dem Fall. Ja, dann was gibt es hier noch? Ich habe ja vorher gesagt, Prozessoren, den Arduino zum Beispiel haben wir natürlich als Nano, auch als größere Geräte. Es gibt auch einen Raspberry Pi Adapter, einen Banana Pi Adapter. Und dann kann man jetzt hier, auf der linken Seite ist hier der i2C-Bus rausgeführt, zum Beispiel den DA-Wandler anschließen und hier eine OLED und den DA-Wandler führe ich in den Analogkanal rein und dann zeigt man hier einfach das aus, was er da angibt. Also man kann, das ist der Arduino-Set, den gibt's auch fertig, kann man da ganz hübsche Experimente mitmachen und auch andere fremde Bausteinchen i2C-mäßig natürlich einbauen. Auf der rechten Seite haben wir den SPI-Bus rausgeführt, zusätzlich nochmal den i2C-Bus, den missbrauche ich dann als Chip-Select, damit man Chip-Select generieren kann. Wenn man mehrere SPI-Bus-Bausteine aneinander hängt, hat man sonst ein Problem. So, jetzt machen wir mal langsam hochfrequentiger werden. Also,
Adapter habe ich vorher schon erwähnt, nur mal, dass man sieht, hier gibt es dann PSMP nach SMA und hier gibt es Dämpfungsglieder und dann gibt es auch so Überbrückungsteile. Da kann man sich ziemlich austoben. Das sind auch Grundbausteine, die man leer bekommen kann und selber irgendwas drauf bestücken kann. Das sind dann diese leeren Rasterplatinen und das ist jetzt, glaube ich, schon neu. Versuchen Sie mal im Handel eine Roger 4350, also auf Keramik basierende Rasterplatine für universellen Einsatz zu bekommen. Das gibt es, glaube ich, nicht. Man muss die immer bestellen und anfertigen. Relativ teuer. Es gibt jetzt den Service Multi-PCB, mit dem kann man einigermaßen diese Roger-Platinen auch preiswert fertigen lassen. Warum Keramik Roger? Wenn ich so ab 1 Gigahertz, 2 Gigahertz anfange zu experimentieren, dann ist das so, dass der Hochfrequenzstrom meint, die Platine ist eher was, wo ich Energie verheizen muss, anstatt drüber zu fließen. Das heißt, ich verliere Energie über die Laufstrecke von da nach da, wenn hier unten FR4-Material verwendet ist. So ab 1 Gigahertz fängt das ganze Theater an, bei 10 Gigahertz wird es dann immer schlechter und schlechter. Jetzt ist es so, in der Industrie muss man natürlich dann auch gucken, dass da keine Verluste auftreten. Beim Experimentieren ist es nicht ganz so schlimm, aber um solche Effekte auszuschließen, gibt es eben auch die Roger-Platinen, die sind hier an der Kante weiß. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier deutlich sieht, eher nicht. Wenn man reinschaut, das eine ist das typische grüne Material und das Roger-Material ist das weißere Material. Also Keramikbasieren hat weniger Verluste. Da kommt man dann bei 10 Gigahertz bis 15, 16, 17 und dann wird die Sache noch ekliger. Dann fängt das Ganze mit Teflon an weiterzuarbeiten, weil irgendwann fängt das Roger-Material auch aus, zickig zu werden. Und ich hatte auch neulich gehört, dass das Zeug altert nach 2, 3 Jahren. Weiß nicht, ob es Flüssigkeit zieht oder irgendwas. Auf jeden Fall wird das Roger-Material dann auch verlustbehaftet. Er meinte, oh Gott, das ist ja schrecklich. Naja, so 0,3 dB oder sowas, das ist halt nicht wirklich viel, aber für Industrie zu viel. Muss man halt aufpassen. Das ist der HF-Dieset. Es gibt den HF-Dieset und den Gigahertz-Dieset. Der eine mit Roger-Material, der andere ohne Roger-Material. Da können Sie jetzt Ihre eigenen Schaltungen draufbauen. Kleine Filterchen, Verstärker, Adapter und so weiter. Da habe ich verschiedene Raster vorgesehen, die man dann auch wirklich für den Selbstbau jetzt für die Megaszene verwenden kann. Weil so viele Bausteine, wie ich inzwischen bei mir zu Hause im Labor habe, die kann man jetzt gar nicht alle auf den Markt werfen. Da ist es schon wichtig, dass man eine Zwischenstufe hat, wo man sagt, ich muss auch mal selber was machen. Eine Filterstufe oder sowas ist immer eine individuelle Geschichte. So eine kleine Rasterplatine, Rückseite sind noch ein Regler mit drauf, falls man einen Verstärker bauen will, habe ich einen kleinen Spannungsregler, den man da reinsetzen kann, auch wieder kleine Raster, mit dem man hier unten seine Schaltung dann aufbauen kann. Kleine Anwendungsbeispiele wollte ich ja auch noch zeigen. Eins von unserem DL6-NDW-Host, ein Messbrick aufgebaut mit einem Powermeter und einem Bargraph, das ist hier relativ wild freitragend aufgesetzt, kommt von seiner Antenne hier abgezweigt die Leistung rein und die kann er sich dann hier im Pegelmesser anschauen und ungefähr abschätzen, ob das Teil das auch noch abstrahlt, was er vorne reinschmiert oder ob überhaupt die PA funktioniert und richtig was aussendet. Das ist seine kleine portable Anlage für unterwegs. Da geht dann auch was, er hat glaube ich eine 1000 Watt PA. Also die natürlich nur 750 Watt abstrahlt, das muss man dazu sagen, mehr dürfen wir ja bei uns nicht. Aber da ist ja Kabel dazwischen und Verluste und so, das passt dann schon. Und dann haben wir hier einen Aufbau. Wer mal ein Radio selber bauen will, so richtig wie die klassischen Radios mit Heterodynen, also 2 Mischstufen mal mindestens oder 3, geht das so. Hier ist ein Mischer drin, das ist einer von diesen berühmten, da ist noch ein Mischer, NE602 Bausteinchen. Dann habe ich hier die Einstellung der Frequenz, kann ich hier zum Beispiel einen Regler machen. Dann habe ich hier ein Filterchen drin für die erste Zwischenfrequenz bei 10,7 MHz. Nochmal eine Mischstufe, die es dann auf 433 kHz runtermischt. Und dann hier hinten kommt dann ein Quadraturdecoder für FM, der auch einen Mischer verwendet und praktisch über ein phasenverschobenes Signal das mit sich selbst mischt und damit die FM rausrechnen kann. Da gibt es auch verschiedenste Strategien, wie man ein frequenzmoduliertes Signal dann wieder in eine Tonhöhe verwandelt. Das kann man also hier aufbauen und dann hinten kommt dann der Analogverstärker noch mit dem Lautsprecher oder was man da anschließen möchte. Das funktioniert eigentlich recht gut, das Teil. Man hat natürlich 2 Abstimmpunkte, einmal hier die eigentliche Frequenzabstimmung und hier noch ein kleiner Regler, um diese Zwischenfrequenz nochmal richtig abzustimmen. Wenn man es elegant macht, braucht man da was Digitales, dass es schön einrastet, aber so funktioniert das auch schon und das ist auch relativ empfindlich und dann kann man experimentieren anfangen. Wie ist denn das mit einer Verstärkungsregelung, die man vielleicht braucht, um schwache Sender auszugleichen und so weiter und so fort. Also viele, viele Möglichkeiten an der Stelle. Beispiel VCOs gibt es jede Menge, auch selbst aufgebaut. Kann man von Mini-Circuits die Bausteinchen in so ein Kästchen einbauen, dann unser Leistungsmessgerät, Pegelmesser einfach einsetzen
und das Ding hier mal zum Einstellen von einer nicht stabilisierten Frequenz verwenden. Dann haben wir hier ein Leistungsmesser, das hatte ich gerade in der Zeitschrift Funkamateur drin gehabt, mit Titelbild auch bis 10 Gigahertz geht der hier. Und auch wieder unser Bargraph, oder man kann natürlich hier auch den Prozessor mit dem Analogeingang anstecken. Also durch dieses modulare System kann man relativ schnell verschiedenste Bauteile und Varianten kombinieren und ausprobieren. Erstmal analoges Meter, wenn das funktioniert, okay, dann mache ich erstmal die Programmierung mit dem Arduino, aber nicht gleich alles auf einmal. Wenn ich ein Breadboard habe, dann suche ich erstmal nach der Verdrahtung. Und das war ein selbstgebauter Netzwerkanalysator, manueller Betrieb. Ich sweepe hier durch und kriege hier hinten die Kurve. Und damit ich weiß, welche Frequenz jetzt hier angelegt wird, hänge ich halt mein modulares kleines Mini-Frequenzmessgerät. Es geht bis 2,5 GHz mit Vorteilern und harmonischen Mischern haben wir es schon bis 78 GHz eingesetzt. Ja, dann die zu hier eine Through-Strecke, das ist einfach eine Durchgangsstrecke. Und hier sehe ich den Pegel. Und was kann ich jetzt machen? Ich ändere die Frequenz und bekomme dann eine Information über den Pegelverlust oder Stärke, kann also Filter messen, sollen die ab einer bestimmten Frequenz dicht machen, nichts mehr durchlassen oder aufmachen oder nur ein schmales Band durchlassen. Sowas kann man hier messen. Eingesetzt hier so ein Dye-Baustein, mit dem ich das dann vermessen kann, mein eingebautes Filterchen. Oder wenn man den Arduino dann einsetzt, kann man sich seinen eigenen HF-Skalarer-Netzwerkanalysator, nennt man diese Dinger, auch komplett automatisiert bauen. Und hier ist der Filter, den man durchmisst. Und hier oben kriege ich dann tatsächlich die Kurve. Wenn ich will, kann ich das auch noch auf dem Display, auf dem PC anzeigen. Sogar mit relativ guter Auflösung. Also Netzwerkanalysatoren skalar geht. Wir haben dann auch ein paar Experimente gemacht mit Vektornetzwerkanalysatoren. Kann man für eingeschränkte Frequenzbereiche auch bauen. Wird ein bisschen zickig, was die Verluste und Übersprechungen und sowas angeht. Das Prinzip kann man damit aber ausprobieren. Dann, da bin ich noch am Experimentieren. Heterodyner Signalgenerator, der arbeitet mit zwei Frequenzsynthesizern, weil die bisherigen haben, wenn man kauft, kann man für ein paar Euro, sage ich fast, eigentlich so einen Signalgenerator kaufen, so einen Digitalsynthesizer, aber der hat einen Haufen Oberwellen und die kann man nicht so richtig weiterverwenden, weil das sehr schwierig ist. Diese Dinger geben bei niedrigeren Frequenzen im Allgemeinen Oberwellen ab, weil das einfach geteilt wird durch einen Flipflop. Und ein Flipflop macht halt scharfe Kanten nachher, am Ausgang ist digital und nicht analog. Und bei einem Heterodynen-Synthesizer verwende ich zwei Generatoren, zum Beispiel bis 3 Gigahertz. Und ich verwende die Differenz von diesen beiden und muss dann beim Filter nicht so stark aufpassen. Da haben wir programmierbare Filter mit eingebaut. Ich werde hier aber auch noch ein bisschen was tun müssen. Das Phasenrauschen von dem Gerät gefällt mir in der Variante noch nicht. Das ist dann das, was man nachher wieder hört, wenn man das Ganze zum Rauf- und Runtermischen von Signalen verwendet. Und dann habe ich dann plötzlich irgendwie so ein Jitter drauf, der nicht so schön ist. Also wie gesagt, noch in der Entwicklungsphase. Übrigens, hier ist ein Multiplier für 10 Gigahertz, der mal 8 multipliziert. Und das ist dann das 10,4 Gigahertz-Signal, was da aus diesem Teil tatsächlich so rauskommt. Haben wir hier noch, das habe ich am Stand drüben aufgebaut, 10 Gigahertz mal mit einer anderen PLL, mit dem MAX2880 und einer VCO von Hittite. Das ist die VCO, die auch direkt 10 Gigahertz hier ausliefert, hier in 4 durch 4 geteilten Signal. Das kann ich dann vergleichen in der PLL, das macht jetzt ein Fraktal-Synthesizer und liefert dann hier über diese monstermäßig lange Loop das Rückstellsignal, also den Tune-Spannung, mit der ich die Frequenz einstelle. Der Aufbau ist ganz nett. Wenn man das jetzt so später verdrahten würde, hätte man ein paar lustige Effekte. Nämlich ein sehr schön breitbandiges Signal. Einmal bekomme ich, wenn ich hier ein Schaltnetzteil einspeise, das ist hier nur eine Zuspeisung, hier das Signal von dem Schaltnetzteil mit drauf moduliert als FM. Schön breitbandig. Und über die Loop haben wir gesehen, bekommen wir auch alles, was in der Halle los ist, noch mit drauf moduliert als Loop-Empfänger. Das heißt, man muss so ein bisschen was tun, was Abschirmung angeht und was Längen von Leitungen angeht und so weiter. Aber das ist ja genau die Idee, schnell mal was experimentell zusammenzubauen, gucken, wo gibt es da Probleme, ohne dass ich jetzt schon fertige Leiterplatten habe, auf denen ich das dann erst merke und die wieder neu ätzen muss. Erst danach sage ich, okay, so geht's nicht. Hier die Anordnung, das wird man sofort sehen, ist hier ein bisschen doof, ist eigentlich auch andersrum gedacht. Und dann hätte ich sofort einen sehr viel kürzeren Weg bei dieser Geschichte. Weil dieser VCO 13 Volt braucht und der Ausgang vom PLL nur 5 Volt ist, habe ich eben noch eine Offset-Spannung drauf addieren müssen, die die Sache verschlechtert. Aber das ist ja genau die Idee, um das auszuprobieren. Beim Empfänger haben wir was Schönes gemacht. Es kommt ja jetzt vielleicht dann der S-Helsa 2. Das ist der erste geostationäre Satellit mit Amateurfunklast, mit dem man auch als Funkamateur was draufsenden kann. Es wird dann hochgemischt auf 10, schieß mich tot, Gigahertz. Und das kann ich dann empfangen. Ja, und jetzt geht's los. Also fertige Amateurfunkgeräte mit 10 Gigahertz findet man nicht. Ja, wir dürfen ja selber bauen. Also
Auf geht's. Eine Idee von Michael Loack, DK1KC, war ein, das wird auch im Internet schon öfters angepriesen, eine normale LNB für Satellitenempfang zu nehmen. Die gibt's wie Sand am Meer und kosten nichts. Haben aber leider die falsche Frequenz, weil es ein bisschen höher. Aber wir haben ausprobiert, die Dinger sind so breitbandig, dass man die auch mit einer niedrigen Frequenz bestücken kann. Und das habe ich hier aufgebaut, mischt man runter, hier ist noch ein Powermeter und man kann hier unser SDR-Radio anschauen, wie das Spektrum aussieht und so weiter und da mal Experimente machen. Was sich dann noch bewährt, wenn man Frequenzstabilität will, da ist nur normaler Quarz drin. Wenn ich jetzt als Funkamateur in Feedday gehe, bei 10 Grad, sag mal, Kälte und 30 Grad Wärme oder was auch immer, oder es hin und her driftet, dann driftet auch die Frequenz hin und her. Wir haben also eine Fremdspeisung für den Oszillator auch hinbekommen. Man kann den Quarz einfach überstimmen, indem man über eine Einspeisung die 25 MHz von außen zuführt und dann auch noch abstimmen, indem ich von 24, bis 25, ist das Ding noch tolerant und geht noch. Und einen ofenstabilisierten Oszillator zum Beispiel verwendet als Einspeisung. Und dann kann man mit so einer ganz einfachen LNB das runtermischen, entweder in den Funkamateur-Frequenzbereich, 400 MHz wäre jetzt natürlich cool, oder 1,3 GHz ist schon ein bisschen blöd, so wird das auf 618 MHz runtermischen, genau dazwischen, also Breitbandempfänger, SDR oder sowas angesagt. Muss man sich halt überlegen. Weil ich will ja damit nur empfangen. Senden ist ein anderes Thema, geschieht im Prinzip auf dem 2, irgendwas Gigahertz Bereich für das ESA-Projekt. Ja, dann noch ein bisschen Bausteinchen, die ich da habe. Frequenzmessgerät habe ich vorher gezeigt, gibt's Vorteile bis zu 26 GHz und dann muss man harmonisch mischen über eine nichtlineare Diode. Da geht's auch an Funkamateur Prinz, ich weiß sein Rufzeichen nicht auswendig, der ist im Gigahertz-Bereich bis 250 GHz tätig und Mr. DB6NT, Mr. Kuhne, arbeitet da auch gerne, aber der Prinz hat ein paar Bausätze, mit denen man auch so, und auch Kuhne hat kleine Bausätze, beziehungsweise Platinen, auf die man Dioden auflöten kann, die dann allerdings sogenannte Flipchip-Dioden sind, die man erstens nur unter Mikroskop und zweitens nur unter Luftstille löten darf. Und außerdem eine ruhige Hand braucht, weil sonst, man sollte sich so ungefähr 10 Stück davon kaufen. Dann hat man eine Chance, ein paar aufzulöten, die ganz gut halten. Und die restlichen findet man vielleicht irgendwo im Boden wieder oder auch nicht. Also, aber das funktioniert, habe ich gemacht. Geht prima, wenn man ein bisschen Übung hat, ist das auch besser. SMD-Löten ist Dreck dagegen, ne? Und ich habe mir inzwischen auch eine Bonding-Maschine gekauft, ein jahrelanger Wunsch, den ich mir nun endlich mal vor einem Jahr erfüllen konnte. Und also noch kleiner zu werden bei diesem ganzen Zeug. Dann ist gebraucht, aber von der Originalfirma. Immerhin. Dann haben wir hier noch ein paar Experimente mit dem Frequenzmessgerät. Ich habe das so programmiert, dass man auch kleine Bursts von 100 Mikrosekunden messen kann und damit gepulste Hochfrequenz, weil wir hatten bisher immer nur irgendwie Träger und moduliert. Aber Handys machen das natürlich nicht so, sondern die haben kleine Bursts oder auch irgendwelche Transmitter, UMTS und Pipapo, was es da alles gibt. Und ich muss also sehr schnell messen, wenn ich eine Frequenz messen will, sonst messe ich Mist, nämlich irgendwas anderes oder gar kein Signal. Und das mischt sich dann. Geht also auch. Und hier nochmal zu den High-Frequency-Sachen. PLL mit Arduino gesteuert, 26 GHz auch mit dem Max 280, das ist hier diese PLL-Loop, eine andere Variante. Und das Ganze wieder geteilt, das ist ein HF-Multiplexer, an den Frequenzmessern kann ich das messen. Dann haben wir Experimente, kleiner Minispektrum-Analysator, den gibt es auch schon, der bis 200 MHz geht. Durch Mischer kann man den auch erweitern. Hat noch ein paar Spiegel drin, die kann man per Software rausrechnen, da muss ich mir auch nochmal was überlegen, ob man das so lässt oder nicht. Und das ist jetzt die Frequenzmessgerät, mit dem ich bis zu 76 GHz messen kann, also echt im Moment mal mein High-End, was das Selbstbauen von diesen Mischern angeht, von den harmonischen Mischern. Das ist ein GAN-Oszillator, eBay ersteigerterweise, aus Japan gekommen. Der erzeugt irgendwas um 76 GHz mit einem Spannungstrimi-Poti kann ich das einstellen. Ich muss aber jetzt irgendwie die Frequenz messen. Also harmonischer Mischer ist hier. Hier werden 26 GHz genommen, gemischt. Also 26 oder 24 GHz mal N, was habe ich da aufgeschrieben, glaube ich, 24,2 multipliziere ich entsprechend mit einem Faktor und subtrahiere es von diesen 76 GHz und dann bekomme ich eine Frequenz, die kleiner 2 GHz ist, die ich dann mit meinem Frequenzmessgerät direkt messen kann. Und dann sehe ich tatsächlich hier hinten auf dem Gerät auch die 26,018 GHz, die dieser Sender tatsächlich ausstrahlt. Und wer weiß, wie teuer diese Messgeräte sind, wenn man sie irgendwo einkauft, also auch gebraucht. Da hört es nämlich dann ziemlich auf, dass sind die harmonischen Mischer schon so teuer. Ich hatte welche zu Hause, die kosten 2.000, 3.000 gebraucht. Nur der Mischer. Wenn man selber baut, kostet er höchstens ein Dutzend Dioden, wie vorher erwähnt, von denen man ein paar dann übrig behält. Die sind nicht so teuer.
Ja, und Spektrum kann ich dann auch anstellen. Und dann sieht man, dass es hier wieder etwas breitbandiges Spektrum war, was bei 76 GHz abgestrahlt wird. Mit meinem Mini-Spektrum-Analysator geht es. Warum? Weil ja auch dort ein Schaltregler sich auf der Versorgung zu dem GAN-Oszillator befand, der genau diese Modulation da drauf bringt. Also dieses Zeug ist echt teuflisch, ja. Und hier noch was zum Thema Maker und Die. Das ist ein selbstgebauter Hohlauter-Dämpfung für 10 GHz. Hier geht's also mit 10 GHz über den anderen Synthesizer rein, durch die Strecke durch und hinten zurück, und dann wird hier direkt die 10 GHz mit unserem Leistungsmesser gemessen. Und das ändert, ich habe mal diesen Aufbau gesehen, wie er echt aussieht, so ein Schieber, der verändert den Hohlleiter, macht den praktisch enger, wenn man ihn reinschiebt. Jetzt sieht man hier, minus 20 dBm ist das, was jetzt hinten rauskommt, das ist hier die Anzeige. Und wenn ich den Schieber reinschiebe, dann dämpft er entsprechend stärker, und dann habe ich minus 60 dBm auf der Anzeige. Also 40 dBm Dämpfung, praktisch ein selbstgebautes Dämpfungslied, innen ausgekleidet mit einer Kupferfolie. Ich habe da schon Verschiedenes ausprobiert, über Lack, mit Lack, Leitlack und so weiter, aber Kupferfolie war bisher noch das Beste. Das haben wir dann vor 2 Jahren mal bekommen, eine kleine Auszeichnung für unser Experimentalsystem. Damit bin ich auch am Ende des Vortrags. Vielleicht kriegen wir noch ein paar kleine Fragen rein nach bewährtem Verfahren. Bitte für Fragen bin ich jetzt. Genau. Alle erschlagen, alle wunschlos glücklich, ja? Stopp, ich komme im Mikro. Mikro. Dankeschön. Was ist die maximale Obergrenze, die man über die HF-Stecker jagen kann? Für was sind die spezifiziert? Der aktuelle Rekord von Herrn Kuhne, DB6NT, war um die 450 GHz. Danach wird die ganze Sache, kommt erstmal eine Lücke und dann wird's optisch. Als Funkamateur darf man auch mit Lasern und mit Infrarotlasern und so weiter arbeiten in bestimmten Frequenzrastern. Aber 450 war, glaube ich, der aktuelle Rekord. Okay, damit seid ihr ja ziemlich stark schon am Industriegrenzbereich so dran. Ja, das ist ja auch der Amateurfunk hat ja auch den Vorteil, dass man experimentell auch tatsächlich an die Grenzen reicht und teilweise Vorbild wird für die Industrie, die gar nicht die Zeit hat, das alles auszuprobieren. Das ist ja eigentlich die. Ich meine, da sind die Mittel anders, ne? Wenn man industriell gefährliche Hohlleiter, Wahnsinnsteile, wobei man da auch schon mal Freunde braucht, die einem gut fräsen helfen, um diese ganzen Hohlleitertechniken dann aufzubauen. Da ist man auch schon selber mechanisch an der Grenze angelangt. Die Wellen werden immer kleiner. Ne? Wir haben ja vorher gesehen, 3 cm bei 10 GHz, gehe ich dann zu 26 GHz, habe ich 7 mm, Lambda Viertel ist schon eine Antenne, fängt das alles an zickig zu werden und das wird jetzt immer kleiner. Und der Hohlleiter ist auch Lambda Viertel an einer Kante. Das heißt, der wird auch immer kleiner und kleiner, bis ich plötzlich 0, irgendwas Millimeter Löcher rechteckig, versteht sich, Runde gehen auch, aber bohren muss und fertigen muss, das Zeug wird dann wirklich eklig klein nachher. Also bin ich beim Licht angekommen irgendwann, das verhält sich wie Licht, das Ganze. Okay, danke. Ja. Man kann übrigens auch Antennen, Linsen drucken mit 3D-Druckern, habe ich bereits probiert. ABS ist da hervorragend geeignet zum Bündeln von Hochfrequenz. Bei 26 GHz, 40 GHz geht das noch ganz gut. Noch eine ganz schnelle Frage. Nein, nicht. Sonst dann, bin ich am Stand genau, bei Ornit heute Dank. Auch noch ein bisschen. Vielen, vielen Dank.